Ja, hi, willkommen, mein Name ist Donny Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Meine Expedition ist jetzt gerade zurückgekommen. Schauen wir doch mal. Puff. Nein, nix. Dann schicken wir jemanden dahin. Wir sind kurz vor Level 16. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen längeren Part gehabt. Viele Skits und Unterhaltungen. Das ist auch noch was. Und ja, würde ich sagen, wir machen jetzt weiter, indem wir erstmal mit ein paar Leuten hier reden. Wer ist das? わらわらと虫みてえなゴーマたちが糸を伝って船に向かって近づいてきやがったんだ。船にいた全員で無理やり糸をぶち切って全速前進で逃げたんだが、涙ちょちょ切れたぜ。無事に帰ってこれ。わかってるわかってる。もうコリコリだよ。 Haha. Gut. Deswegen reden wir ja mit jenen Idioten. So, Außenpfad. Da kommen wir da ein. Langsam kriege ich jetzt hier auswendig. Und ich laufe in die falsche Richtung. Ich kenne halt ja voll auswendig. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, weiß nicht. In der letzten Folge haben wir gegen Dollar angekämpft. Habe ich noch gar nicht gesagt. Eleanor hat uns endlich mal erzählt, dass sie ja eine Spionin war für das Abtei. Aber dass sie jetzt nicht mehr fort und zu spionieren. Und ja, wir haben diese Festung jetzt unsere Basis gemacht. Und mal schauen, da ist der Prinz, die Prinzenrolle. Ist Kralki sein Name? Nein, das ist bloß ein Spitzname für den edlen Sir Falkgreif hier. Oh, er ist ein Falke, deshalb den Kralki. Ja, richtig. Der ihn trainiert hat, sagte, dass Falken nur Werkzeuge für die Jagd seien und nicht mehr und ich nicht mehr in ihm sehen sollte. Aber klar, er war ein so treuer Gefährte, dass ich ihm einen Spitznamen geben wollte, so wie es Freunde untereinander tun. Ah, nichts Besonderes, Prinzenhaft, ich weiß. Oh, da bin ich anderer Ansicht. Und Sir Falkgreif sich auch. Oh. Sir, also ich wusste ja gar nicht, dass Vögel in Ritterstand oben werden können. Sir, Doktor, Professor, Greif. Oder was? So. Ja, jetzt haben wir nur noch den Stern übrig, ne? Nein, da ist auch noch was. Ja, leck mich doch am. Leck mich doch eine Paperze. Okay, wie komme ich denn da hin? Das ist immer so eine Sache in dem Spiel. Wie komme ich immer irgendwo hin? Wo muss ich hin? Wieso? Mäuschen. Ist einsam hier, Sohne Eleanor. Ich will nicht einsam sein. Also doch, drei Männer, die sich um mich kümmern. Mein Gott. Das ist irgendwie falsch. Okay. So, wo ist das Ausrufezeichen? Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Wir müssen runter. Gut. Muss ich wahrscheinlich wieder einen ganzen Weg hier rumlaufen, um zur Gefängniszelle von Velvet zu kommen. Ich glaube, das ist falsch, ne? Ne, da kommen wir auch so hin, okay. Glaube ich. Ja. Schnappen wir uns hier noch. Boah, die schnappen wir uns. Warte, wir können uns da ausruhen. Cool. Wo denn? Hier, okay. Ich
ein paar Betten vorbereiten, wenn ihr euch ausruhen wollt. Meinetwegen. So, deswegen war ein Ausrufezeichen. お前は本を読んでるときが一番幸せそうな顔してるな。何がそんなに面白いんだ。測量の本を読んでたんだけど、世界を回って地図を書くのは想像してたら楽しくなってきちゃって。その気持ちは俺にもよくわかる。紛る立ちはサパランなどと言っていたが、全世界を描いた地図の完成を想像すると血が騒ぐ。僕は金銀財宝の方が燃えまうけどね。もちろん未開の地には宝も眠っているだろうが、 それは大負けのようなものだ。渡れない海を渡り、誰も行ったことのない世界へ行く。死と隣り合わせの後悔そのものに宝以上の価値がある。まさにアバンチュール、冒険ロマンティフね。ライフィセットも地図を持ってたよな。初めて会った時に落としてったやつ。清涼でもらった世界の地図だけど、僕が自分で確かめに行けたのは近場ばかりだから、 Jetzt bist du ja unterwegs mit ein paar Geistesgestörten. Total gestörte Abenteuer. ゴーマがうろつく土地を歩いて地図と見比べた時、何を感じた？怖くて、でも楽しくて、胸が熱くなった。それが冒険だ。そうやって自分の中に出来上がった地図は、お前だけの宝なんだ。僕だけの宝物。いや、アイゼン approves. Eisen ist stolz auf Love Set. Noch eine. Was ist denn jetzt mit den Skizzen auf einmal los? Haben wir jetzt so einen Wendepunkt irgendwie erreicht? Noch mehr? あの子、暇さえあれば本を読んでるのね。知識は世界を広げてくれる。テレサに支配されていた頃のあいつにとって、本を読むことは冒険そのものだったんだろうな。どうしたの？ ずいぶん難しそうな本を読んでるんだけど。恐竜の本だよ。大昔、人間が生まれる前にこの世界を支配してた。恐竜の生物なんだよ。ブラッキーとか種類がたくさんいてかっこいいんだよ。これドラゴンじゃないの？似てるけど、ドラゴンみたいに火山の中じゃ生きられないし、寒さにも弱かったみたい。 でも他の生き物じゃかなわないくらい大きくて強かったんだって。修行相手には良さそうだな。特にこのギガスピノってのが気に入ったぜ。体の両側から巨大な刃が飛び出していて、まるで六郎の二刀流みたいですね。別名双剣竜って言うんだよ。ほう、まさに俺の相手にふさわしいやつだな。で結局何なの？恐竜って見た目は トカゲみたいですよね。ディールのご先祖様かな。お前は人間だったろ。おっといけねえ。すっかりこの体に馴染んじまった。恐竜も尻尾切れるのかな。ディール irgendwie ein Skit auf einmal drin ist. So was Neues. So, war's das. Gut. Meine Güte, ey. Wir haben irgendwie so einen wichtigen Punkt erreicht, nachdem irgendwie er nur gesagt hat, ja, ich bin eine Spionin. Wir haben so einen Wendepunkt des Spiels erreicht. Und jetzt werden wir mit Skits überladen. Ich sag mal, weiß nicht. Ein bisschen nervig. Dauert ein bisschen zu lange. Ich bin auch irgendwie weg hier von dieser Insel, damit ich auch irgendwo offscreen Sachen machen kann. Aber ich kann ja jetzt gar nichts machen im Moment. Ich muss zu U3, dafür muss ich zu U1. Weil natürlich wieder da am Ende ist. Und ja, ich möchte hier raus, damit ich irgendwie offscreen irgendwie trainieren kann oder so. Weil das ist jetzt die letzte Aufnahme
für heute. Danach habe ich wieder 5 Folgen, die ich hochladen kann für die ganze Woche, und ich möchte das, wenn es geht, auch danach beenden. Deswegen möchte ich auch irgendwo am Ende dieser Aufnahmesession ja ein Ort sein, wo ich, weiß ich nicht, hin und her wandern kann, die Gegend. Ich kann auch die Flasche benutzen. Deswegen will Eleanor überhaupt hier zur Gefängniszelle gehen. Ne, Lafayette wollte zur Gefängniszelle gehen, glaube ich. Na, das ist richtig, ne? Ja. Aber jetzt sind auf einmal alle Gegner hier weg, ne? Wie ist das denn wieder passiert? Hat sich doch eigentlich nichts geändert. Okay. Ja, lieber so eine Art Luftschiff-Festung. Das tun deine neuesten Spiele nicht mehr machen. Weil ich schade finde. Ich habe immer gerne so eine Portable, irgendwie, so eine Portable-Festung oder irgendwie sowas. Wo deine Charaktere sprechen kannst oder so, oder irgendwas anderes machen kannst. Mini-Spiele und so. Gab schon lange nicht mehr in irgendeinem Spiel, das ich kenne. Gut. どうするの？地脈は大地を流れている自然の力、そして地脈点は地脈が集中している場所のこと。そうだ。カノヌ氏は地脈を利用して汚れを喰らい、覚醒しようとしている。お前は地脈を感じる力に長けているようだ。ある程度近づけば地脈点の位置を 近づかなくても感じたんだ。昨日ここに来た時、ずっと先にもここと同じ場所があるって。地脈を通じて離れた地脈点を探知できるのか。多分どこまでやれるか、クーマがいるかどうかはわからないけど、それでも重要な手がかりは。お願い、試してみて。 どう？はっきり感じた。地脈点は何十個もあるけど、特に大きいのをいくつか見つけたよ。大きさまで感じ取れるのか？うん。この島の地脈点も他より大きいみたい。同じくらいのが東と南東の方にもある。多分虫がいたワーグジュリンとハラミデスの場所だと思う。だとすると、 大きな地脈点のどれかにクーマがいる確率が高いわね。残るクーマは3体。数が絞り込めれば総当たりもできますね。だな。お手柄だぞ、ライフセット。いやはや大したもんじゃわ。やはり棒はただものではなさすぎるの。そんなことないや。 全は急げです。クーマ探しの準備をしましょう。わしらは全然善じゃないがの。また折れたか。未熟。刀が弱いんじゃなくて、あんたがバカみたいに硬いだけだろ。いや、 俺を切れないようでは話にならん。もっと硬い素材で硬い刀を打たねば。オリハルコンを試したいが、さすがに夢物語か。オリハルコンってこの世で一番硬い金属だよ。太古の遺跡でごく稀に発掘されるレアメタルだな。俺もかけらは見たことがあるが、刀を打てるほどの塊は聞いたこともない。 いや、200年ほど前ある古代遺跡でオリハルコンの塊が発掘されたという噂があった。Das werden wir dir beschaffen.
その何百年も昔の噂だ。当てにはできん。そりゃそうだ。ないものねだりしても仕方がない。きっと別にいい材料があるさ。ダイルのくせにまともなことを言う。ダイルのくせいとは何だよ。ダイルのくせにおこってる。その使い方はおかしいだろ。モアナ。モアナのくせにおかしいかな。<笑> Okay. Leck mich. Ey, da ist ja schon wieder einer. Boah, ich komme ja heute irgendwie zu gar nichts, habe ich so ein Gefühl. Gut, muss halt auch mal sein, ne? Wenn ich immer nur Gegner zerhäckselt oder so, ne? Und Leute töten und weiß nicht. Vielleicht springt da wieder so eine Insel dabei raus oder irgendwas anderes. Weiß man ja nie. Deal. Warum seid ihr auf einmal in Skiz drin? また言うなよ。俺はベルベットや海賊どもに気づきや荷物運べだ。あの島行ってこいだって、こき使われてるんだぜ。頼られているってことじゃないのか。そうかもしんねえけどよ。連中見てるとよ。あんたのことは顔色伺って遠慮してるみたいだけど。合わないがな。 そいつはしっけ。こう見えてもお前が知らないだけで、案外鉄絡みの道具を作ったり修理したりしている。居候を決め込むほど面の皮は厚くない。顔はないがな。いや、フライプロブレーム。面白いじいさんだね。若いのに使われても腹が立ったりしないのか。俺は刀のことだけを考えて生きてきた。 連中のようなガキと話したのは何百年かぶりだ。自信の俺にとっては新鮮な迷惑さだ。俺も最初はそう思って言うことを聞いてやってたんだけどよ。いい顔してたら山ほど仕事を押し付けられちまって。あんたみたいに。わざわざ押し込むんだ。顔はないがな。だからそこは真面目に聞いてくれよ。 Ich habe keine Ohren. Ja, kann das Spielchen auch spielen. Ja, Probleme. Mein Gott. Gut, ich will jetzt hier runter. Ein bisschen. Vor allem die Sache ist, ich kann auch nicht mal irgendwie Sachen irgendwie lernen, so Ausrüstung und so. Weil ich habe irgendwie seit 5 Parts irgendwie, also seit meiner letzten Trainingssession habe ich keinen neuen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Ich glaube, ich habe nur eine neue Waffe oder so bekommen für Koro. War mehr auch nicht. Das heißt, sehr viel Waffenlevel und so werde ich überhaupt nicht können. Außer du hast jetzt wieder was. Nö. Menno. So, was ist hier noch los? Seriunga, kono shima o kangoku ni shita ryu ga yoku wakarimasu yo. Shima shuhen ni wa hayai kairyu ga ikutsu mo nagarekonde ite. Yomi machigaete kaji o kireba, fune wa kantan ni tenpo. Wir haben es ja rausgeschafft, first try. Arashi mo hinpan ni tsuka suru. Wir haben es ja rausgeschafft. Hobo fukanou desu ne. Ah. Konosima e no deiri ni wa
高度な海洋知識と確かな操船の腕が必要だ。俺たちは副長の呪いのおかげで鍛えられてますから平気ですけどね。俺たちが脱走した時も嵐がすごかった。なのに乗組員は素人3人のみね。思うとよっぽど悪運が強かったんだな。What? War jetzt kurz ein Ladebildschirm, glaube ich. Deswegen. Hi, na? Ich habe gerade gehört, dass du die Schmerzen oder so suchen musst. Die Abschiebung ist bereit. Abschieben wir? Ja. Gehen wir hin. Ach, wir gehen direkt dahin. の大海原じゃな。地脈点は海の底かい？世界の大半は海だ。海底にある地脈点も多い。いくら清涼でも海底にクーマを捕まえておくのは難しいですね。ここは外れみたいね。いや、虫クーマがいたんだ。魚のクーマってこともあるんじゃないか？一理あるな。 奥の手を使って調べてみるか。アングル。奥の手？これだ。え？なんだその反応は。これは藤林の船竿だぞ。長さ九尺三寸の一本竿。材は五年もののイガグリだけ。生き物のごとく粘るシブロクの同調子に。腕と一体化するような握りの巻き具合。そしてロイロウルシの品格ある仕上げ。アングル。文句のつけようのない名官だ。そういうことではなく、クーマ相手になぜ釣りなのかと。クーマだからこそだ。忘れるな。はい。ちょっと釣りなんてしてる場合じゃない。まあやってみようぜ。ちょうど腹も減ったし、魚が釣れたら飯にしよう。やだ、nicht weggedrückt。私は鯉か姫マスが食べたいの。突っ込まないわよ。なんだ、釣りは苦手か？久しぶりで度忘れしただけよ。昔は弟と時々行ってたんだから。僕、釣りなんて初めてだ。なら、私と一緒に。じゃあ、私が教えてあげますよ。エレノアは釣りできるんだ。ええ、子供の頃、同じ村のテネブおじさんが教えてくれたんです。トリエットドジョウを100匹釣ったこともあります。100匹、すごい。仲がいいな。器とかじゃなくて兄弟みたいだ。エレノアは面倒見がいいからな。<Yep. S 2> 大事な棒を取られてしまうやもしれんぞ。stopf es neu in ihr rein, ey. まず仕掛けを作りましょう。針に糸をこう結んで。難しそうだな。ちょっと。覚えてしまえば目をつぶってもできるようになりますよ。わかった。やってみる。Die explodiert doch gleich, ey. Taffy! Boku? Kyotsuke nasai yo. Umi ni ochinai yo ni. Sonna ni kodomo janai yo. Luffy wa ochita no yo, nakashi. Luffy tte... Velvetto no ototo no koto? So yo. Sakki no wa ukkari machigatta dake.要はそれだけ。それだけ。じゃあ、僕はエレノアと釣るから。What? やれやれ。着物を重ねるように生き物は重ねられるぞ。誰が？あ、ベルベット。Alle kommen jetzt ins Gefahr。じゃダメだよ。ちょっと貸してくれ。なんなの？So, müssen wir jetzt hier angeln? Hm, was hat denn leiden? Kann er irgendwo rein? Wir können mal hier rein. Oh.
Wie gesagt, wir können jetzt immer hier rein, aber der geilste. Eisen, Dotchiga Omono Zirka, Schaube Schiose, Kudaran, Sriwa Onore to Tatakau Monoda. Oh, Gonchkuno Aru Kotobada. Toa ye, Kono Sao Tamestemitai no Mojizit. Ah, Wakare, Oremo E Katana Musto, Mushoni Kiritaka Narakarana. So, E Dogutua, Chio Sawaga Serumonoda. Mein Gott. Also der mit Edna verwandt ist, das ist irgendwie sehr schwer vorstellbar. Dass sie doch ihren Spaß haben. Was mit euch beiden? Das so auf der Erinnerung wach. Dann sag mal, hat mich Magilo mal als Köder benutzt, um meinen Wal zu fangen. Und ja, es war auch so lustig, wie es sich anhört.塩焼き。うん、どれもいいな。食い物と割り切れば、のたうつしもいとしさに変わるわい。オッケー。へえ。テネブおじさんって変わった人だったんだ。ええ。釣りをしながら不思議なことを言って笑わせるんです。どんな？意味はわからないけど面白いんですよ。 ホルトポッポホロホロ。ハイウェホ。とか。本当だ。なんか笑っちゃうね。楽しそうね。ベルベット。仕掛けが準備できたぜ。あ、それはアウトサイド。クジラだって一本釣りできる最強の竿だ。あとは腕次第。頑張って釣ってくれよね。クーマをね。やってやるわよ。みんなの目的を忘れてるみたいだし。あ、エレノ。 引いてる。焦らないで。釣りは力じゃなくてタイミングです。来るぞ。準備はいいな。おう。空中で刺身にしてやるぜ。クーマだったら殺しちゃダメよ。今です。ええ。魚でもクーマでもなかったわね。腹の足しにはならんな。 でも、ライフセットに似合いそうですよ。つけてみたら？提案じゃ。棒だけの個性が出るかもしれんぞ。僕だけの個性。やっぱり似合う。いい感じですよ、ライフセット。そうかな。ヘアな。 クーマ釣りを続けるわよ。ライフセット、そんなに根を詰めないでも。クーマを釣らなきゃ。そしたらベルベットは僕を認めて。 Wir haben etwas casual. Etwas mehr casual Part hier, habe ich so das Gefühl. Noch eine Truhe. Was? Wenn jetzt die ganze Zeit Dings Klamotten hier.
Jetzt die ganzen Sachen jetzt auf oder was? お前、結構突っ走るタイプなんだな。どうしたんですか、ライフセット。おかしいわよ。降りなさい。やめてよ。ベルベットに何がわかるの。わかるわよ。 そんな変な格好。わかるのはラフィーのことでしょ。ベルベット、お前の竿が引いてるぞ。え？ああ。でかいぞ。気合を入れい。わかってる。 Wie tun sich die Haken denn darin verhängen, ey? Gegners. Hi, Drecktopus. Hier gibt's Kämpfe in dem Spiel. Soll ich sagen, dass es hier auf einmal Kämpfe gibt? Ey? Das ist ein Angelsimulator hier. ゲームはないようですね。ニックスノイズ。怪しいものに迂闊に近づいちゃダメよ。ラフィーだったら近づかなかった。そんなこと言ってないでしょ。 Oi, was zum Teufel? Warum kommen hier so viele Gegner raus? Wo kommt auf einmal dieser Streit zwischen den beiden? Was soll das? すばらしい。まさかこの目で見ることができるとは。こんな悪趣味な壺に興味あるの？悪趣味か。素人はこれだから困る。いいか。これはクローディン王時代の陶芸家。 グリューネの水瓦に間違いない。千年の至宝と言われたが、200年前の第二戦国期に失われてしまった伝説の壺だ。凛とした鳴りから炎に匂い立つ色気。誘うように調子ずつ。アイゼン途中見たフェンボーイング。アイゼン、全く理解できんが、男には良くなることじゃよ。何より。 ja, da ist noch was drin, wahrscheinlich. Oh mein Gott, ey. Was ist das denn? Ey? Ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal einen Schnitt und Pandoras Topf, okay. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir einen hier weiter.
Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.